Wenn Männer kochen, dann sieht das oft so aus. Zeitaufwand 30 Minuten, Kochkunst, Fehlanzeige. Man muss aber gar nicht kochen können, um schnelles und gesundes Essen auf den Tisch zu zaubern. Wie es geht und ob es auch schmeckt, das zeigen wir jetzt. Drei Jungs, die nicht kochen können. Aber was sie da gerade machen, sieht gar nicht danach aus. Wie passt das zusammen? Die Antwort, sie testen heute drei Alternativen zur Tiefkühlpizza, die schnell und lecker sein sollen. Jakob hat keine Ahnung vom Kochen. Für uns wagt er sich an die Zutatenbox. Rezepte samt Zutaten kommen nach Hause. Kochen muss er aber selbst. Auch Florian kann nicht kochen. Er testet den ersten Supermarkt, in dem man nach Rezept einkauft. Der Rezeptsupermarkt. Andreas ist kochfaul. Er testet eine neue Gourmet-Mahlzeit, die fertig nach Hause kommt. Die muss er nur noch warm machen. Alle drei Kochkonzepte gibt's online. Ein Einkauf im Supermarkt dauert rund 30 Minuten. Bequemer und schneller geht's hier auf der Homepage. Florian startet mit dem Rezeptsupermarkt. 18 Rezepte stehen zur Auswahl. Florian will richtig punkten. Und Fleisch muss für ihn natürlich dabei sein. Es gibt heute Schweinefilet mit Kartoffelgröstl für 7,80 Euro. Das Angebot ist gut, aber irgendwie, hier ist ja die Filiale gleich in der Nähe. Und da spare ich mir den Mindestbestellwert und die Versandkosten. Und deswegen, also ich hol's jetzt selbst ab. Bis später. Ciao. Während Florian sich auf den Weg zum Rezeptsupermarkt macht, ist Jakob an der Reihe. Er testet die Zutatenbox. 5 neue Gerichte stehen jede Woche zur Auswahl. Jakob wählt Rindersteak mit Kartoffelstampf für knapp 7 Euro. Das sieht natürlich sehr lecker aus, also das sieht reichhaltig aus, für alle etwas. Ob Jakobs Gericht zum Schluss auch so aussieht wie auf dem Bild? Der Kochlaie muss es schließlich selbst zubereiten. Jetzt ist Andreas dran. Er probiert eine neue Form des Lieferservice aus. Sterneküche für zu Hause. Die Auswahl, ehrlich gesagt, ein bisschen mau. Also das ist, 7 Gerichte nur zur Auswahl, das ist ein bisschen wenig. Los geht's bei 7 Euro. Aber Andreas will wie die anderen Fleisch auf seinem Teller. Rotweinschmorbraten für 13 Euro plus 5 Euro Kurier. Florian ist mittlerweile beim Rezeptsupermarkt angekommen. Für ihn eine völlig neue Welt. Echte Lebensmittel zum Anfassen statt Fertiggerichte. Rezepttafeln weisen den Weg. Auf kleinen Tischen unter jedem Rezept liegen die Zutaten bereit. Einige kennt Florian gar nicht. Kräuterseiling. Nie gehört, okay. Florian hat eine neue Pilzsorte entdeckt. Was er damit machen muss, weiß er noch nicht. Er packt alle Zutaten für sein Rezept ein. Sie sind sogar schon passend portioniert. Er muss nicht mal etwas abwiegen. Bezahlen, fertig. Zurück zu Hause bei Jakob und Andreas. Ihre bestellten Gerichte kommen pünktlich im gewünschten Zeitfenster an. Koch Joshua Langer beurteilt die Qualität der Zutaten. Sehr gut gekühlt. Kann man auch schön erkennen, dass sie noch frisch sind, weil sie noch sehr fest und sich nicht leicht eindrücken lassen. Und was sind das für komische Tüten bei Andreas Gourmet-Mahlzeit? Vitechnik wird in der Sterne-Gastro hauptsächlich genutzt und ist eine sehr gute und sehr schonende Garmachungsart, weil das Fleisch wie auch die Gnocchis keinen Geschmack verlieren. Also alles okay, selbst ein Sternekoch macht das so. Auch alle anderen Zutaten bestehen den kritischen Blick. Florian ist zurück vom Einkauf. Es kann losgehen mit dem Kochen. Jetzt stoppen wir die Zeit. Wie lange dauert die Zubereitung? Die Zubereitung müssen die Jungs alleine hinkriegen, ohne den Experten. Schafft ein Kochlaie alles in der angegebenen Zeit? Das Kochduell ist eröffnet. Während die Jungs erstmal einiges an Gemüse schneiden müssen, hat Andreas mit dem Luxusfertiggericht kaum Arbeit. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, das war's auch schon. Also jetzt müssen diese Beutel dafür ca. 15 Minuten rein. Und ja, ich habe da nichts mehr zu tun. Ganz einfach.
15 Minuten soll das Erwärmen der Beutel im Wasserbad dauern. Nach dem echt anstrengenden Wasserkochen hat sich Andreas eine Pause verdient. Jakob sieht dagegen etwas hilflos aus. Sein Gericht aus der Zutatenbox soll eigentlich innerhalb von 40 Minuten fertig sein. Kartoffeln sind teilweise geschält, Brokkoli ist teilweise geschnitten, da bin ich gerade dabei. Und bin gespannt, dass ich es richtig mache, denn das ist das erste Mal, dass ich Brokkoli schneide in meinem Leben. Brokkoli in feine Röschen teilen. Was Röschen sind? Keine Ahnung. So stelle ich mir Röschen vor. Na, ob das was wird? Kochmuffel Florian muss auch ackern, Gemüse zerkleinern. Das dauert natürlich, wenn man das zum ersten Mal macht. Aber Florian wirkt gar nicht gestresst. Wie kommt er denn zurecht? Schön übersichtlich alles, was man so zu tun hat. Sein Gericht soll nach 40 Minuten fertig sein. Aber auch, wenn er in dem Tempo weitermacht? 15 Minuten später. Das Luxus-Fertiggericht von Andreas ist servierbereit. Zeit für die Zubereitung um die 30 Minuten. Also genauso schnell wie eine Tiefkühlpizza. Während Andreas schon fertig ist, fängt Jakob erst mit dem Kochen an und verliert langsam die Nerven. Man verliert hier den Überblick über alles praktisch, weil man hier 5 Sachen auf einmal kocht. Also ich bin hier eigentlich schier am Verzweifeln und hoffe, dass noch irgendwas Brauchbares dabei rauskommt. Für Anfänger ist das nichts. Florian dagegen ist in eine neue Welt abgetaucht. Alles super, nur jetzt müsste ich langsam allein in den Herd. Da ist aber kein Platz. Jakob belegt alle Herdplatten. Deshalb halten wir für Florian die Zeit an und drücken Jakob die Daumen für den Endspurt. Resultat kann sich bisher sehen lassen. Aber es war ein harter Weg bis dahin. Geschafft. Zubereitungszeit bei der Rezeptbox 1 Stunde und 15 Minuten. Das ist fast doppelt so lange wie im Rezept stand. Florian kann an den Herd und seine Zeit läuft wieder. Er scheint die Liebe fürs Kochen entdeckt zu haben. Vom Kochmuffel zum Sternekoch. Es ist einfach super strukturiert, sehr schön visualisiert. Einfach, also man kann recht wenig dabei falsch machen. Und ja, es macht auch Spaß. Schon jetzt zufriedenstellend, schon vor dem Essen. Das Ergebnis sieht super aus. Zubereitungszeit beim Rezeptsupermarkt 55 Minuten. Nur eine Viertelstunde mehr als im Rezept stand. Zum Vergleich, die Zubereitung der Rezeptbox war für einen Anfänger schwierig. 75 Minuten hat's gedauert. Der Rezeptsupermarkt punktet wegen der einfachen Beschreibung und 55 Minuten Zubereitungszeit. Am schnellsten ist die Gourmet-Mahlzeit aus der Tüte fertig. 30 Minuten. Stunde der Wahrheit. Was schmeckt am besten? Und so sehen die Fertiggerichte aus. Wirklich mal was anderes als eine Tiefkühlpizza. Beim Geschmackstest ist auch unser Koch Joshua Langer wieder dabei. Jeder kostet von jedem Teller. Dann küren zuerst die Jungs ihren Favoriten. Mein eigenes Gericht. Obwohl die Zubereitungszeit sehr lange ist, esse ich gern viel und deftig. Und das ist bei meinem Gericht einfach definitiv gegeben. Das, was ich selbst gekocht habe. So, ich fand eigentlich so diese Rezeptauswahl und wie das alles zusammengestellt war, einfach perfekt. Also mein Favorit ist nicht mein eigenes Gericht, sondern das von Flo mit dem Schweinefilet und dem Serrano-Schinken, weil das einfach in sich stimmiger war. 2:1 für Florian und den Rezeptsupermarkt. Doch das letzte Wort hat unser Koch. Er kürt den Geschmackssieger. Ganz klar, mein Favorit ist der Rezeptsupermarkt, das Gericht. Es ist vom Geschmack her ein gutes Spiel mit der sauren Soße, mit dem salzigen Serrano-Schinken, mit dem zarten Fleisch und dem knackigen Gemüse. Also im Großen und Ganzen ein wirklich gutes und preiswertes Gericht. Unser Fazit? Die Zutatenbox von Jakob ist etwas für Multitasker. Die können sich hier beim Gemüse schneiden und Töpfe schwingen voll austoben. Dauert etwas, kostet aber nur 7 Euro. Wer überhaupt nicht kochen will, wie Andreas, aber Pizza nicht mehr sehen kann, der sollte sich die Gourmet-Mahlzeit bestellen. Die Faulheit hat aber auch ihren Preis, 13 Euro. Für alle, die wie Florian sinnliche Erfahrungen lieben, für die ist der Rezeptsupermarkt perfekt. Unseren Geschmackssieger gibt's für 8 Euro.
Auch wenn der Aufwand bei allen größer ist als bei der Tiefkühlpizza, nichts geht über den Stolz auf ein selbstgekochtes, gesundes Essen, das schmeckt.